Guten Morgen! Ich wünsche euch allen einen schönen Montagmorgen. Wie geht's euch? Hallo, hallo? Ist schon jemand wach bei euch? Lasst mal ein Hallo da. Also jetzt, ich bin schon mal bei meinem Morgenkaffee heute, weil ich bin ja von der Nachtschicht heimgekommen und war jetzt schon mit den Hunden und war schon beim Pferd und jetzt war ich duschen und jetzt trinke ich einen Kaffee. Kommt noch irgendwer zu mir? Guten Morgen, Gabriele. Schön, dass du da bist. Wie ist dein Montagmorgen? Sag mal. So. Ich mache mich heute wieder fertig mit euch für den Tag. Für den Alltag quasi. Weil mein Kind ist schon in der Schule. Den habe ich schon hingebracht. Und ich mache mich jetzt fertig für die Hausarbeit und wieder mal fürs Einkaufen gehen. Und ja, was halt sonst noch so ansteht. Ihr seht es im Hintergrund schon vielleicht. Ich habe da wieder meine zwei Obex. Ich mache heute wieder einen passenden Look dazu. Oder habe ich zumindest vor in die Richtung. Schaut mal. Einmal pink wurde gewünscht. Habe ich heute da. Also Magenta eigentlich. Und einmal in Orange, auch passend. Aber da ist natürlich auch pink dabei. Und heute wird es wohl eher ein pinker Look werden. Ich habe nämlich noch keinen orangenen Lidschatten. Da hapert es dann doch ein bisschen. Aber es wird, glaube ich, zu beiden passen, was ich heute vorhabe. So, ich mache mich jetzt wieder mal fertig mit meiner BB-Cream. Mein absoluter Liebling. Und mein Kabuki. Tja, erzählt's mal, wie geht's euch? Lasst mal ein Hallo da. Schickt mir ein paar Herzchen, damit ich sehe, wer da ist. Bisschen BB-Cream. Ihr wisst ja, mit der geht das rucki zucki. Ein paar Hundepfötchen ins Gesicht. Ich hatte ja heute Nachtschicht und das lässt dann doch ein paar Spuren und deswegen möchte ich heute wieder ein bisschen frischer aussehen und ja, mach mir die BB-Cream drauf. So, ein bisschen mal vertupfen. Schauen wir mal, wie das heute so wird, der Tag. Was habt ihr heute noch so vor? Erzählt's mal. Was ist heute noch am Montag? Was liegt da noch an bei euch? Bei mir liegt eben, wie gesagt, vor allem die Hausarbeit an. Was mich nicht so freut. Aber so ist es leider mal. So, wisst ihr, immer von innen nach außen. So. Mein Thema heute ist ja, perfekt ist langweilig. Und wisst ihr warum? Weil ich schon wieder ganz viele doofe Kommentare gehört habe. Und wie kann man nur und wieso machst du nur? Und ja, genau. Deswegen ist mein Thema heute perfekt, ist langweilig. Wer kennt's? Guten Morgen, Barbara. Wer kennt das? Wer hört von irgendwelchen Leuten immer irgendeine Kritik für Sachen, wovon sie keine Ahnung haben? Sie können alles besser, sie wissen alles besser. Und wenn sie es nicht können, trauen sie es dir nicht zu, dass das du kannst. Kennst du das? Ich habe da momentan leider gerade ganz viele Leute in die Richtung, wo mir dann Freunde sagen, das ist ja furchtbar, was du da treibst. Wie kannst du nur? Warum lassen sie mich nicht einfach machen? Ich verstehe es nicht. Es ist doch jedem seine Sache, was er tun möchte, oder? Das ist genauso wie beim Reiten. Die, die unten am Rand stehen, können immer alle besser reiten, wissen immer alle besser, wie es geht, haben immer alle super Ratschläge für dich. Alle können alles und wissen alles. Und genauso bei der Kindererziehung, oder? Das ist bei uns genauso. Alle wissen alles besser. Das macht mich wahnsinnig momentan. Egal was ist, egal was du machst, die Leute wissen es immer besser. Machst du so, ist es falsch. Machst du es anders, ist es auch falsch. Irgendwer hat immer was zum Nörgeln, oder? Guten Morgen, Nina. So, wie gesagt, momentan rennt es gerade nicht so. Ich habe jetzt für mich beschlossen, perfekt ist langweilig. Man muss nicht perfekt sein. Und man muss auch nicht sich nach allen anderen richten. Bin ich jetzt endgültig drauf gekommen. Habe ich viel zu lange gemacht. Guten Morgen, Petra. Einfach ignorieren. Ja, genau, das versuche ich jetzt. Ist gar nicht so einfach manches Mal. Wenn man dann von guten Freunden hört, was machst denn du da wieder für einen Schatz? Also wirklich, das kann man sich ja überhaupt nicht anschauen. Und das ist sowieso alles furchtbar, was du machst. Naja, meine Freundesliste schrumpft. Guten Morgen, Sabine.
Weil was soll man sonst noch machen? So. Ich habe gesagt, ich mache heute Pink. Ein bisschen Farbe rein, ein bisschen Frohsinn. Auch wenn es manchen Leuten nicht gefällt. So. Ach ja, mach mir halt wieder mal ein bisschen Pink auf die Augen. Das wurde letzte Woche ja auch gewünscht, dass wir was in Pink machen. So. Erzählt mal, wie geht's euch so? Kennt ihr das, wenn die Leute immer alles besser wissen, egal bei welchem Thema, obwohl sie keine Ahnung haben oder selber gar nichts davon wissen, von diesen Sachen oder nicht wissen, wie es euch geht? Also bei mir ist das momentan so. Irgendwie machen sich gerade alle ein bisschen lustig drüber, egal was ich mache. Oder wissen eben alles besser, dass man es anders machen sollte. Und nervt mich einfach wahnsinnig. Und dieses Ignorieren ist gar nicht so einfach. Kennst du das? Wenn man es versucht und sich aber trotzdem drüber ärgert. Das sind dann keine Freunde, ja, das habe ich mir auch gedacht. Weil eigentlich sind es gute Freunde bis jetzt gewesen. Und auf einmal sagen sie, Facebook, na, das können wir uns nicht anschauen. Da blockieren wir dich jetzt lieber, weil das ist ganz furchtbar, was du tust. Und ja, was soll ich da sagen? Oder wenn irgendwer anderer sagt, oh, dann machen sie irgendwelche blöden Witze und du bist natürlich dann immer im Mittelpunkt von diesen Witzen. Das macht mich wahnsinnig. Wieso ist das so? Warum sind die Leute so? Macht das ja auch nicht. Ich mache mich auch nicht über Leute lustig, die etwas Neues ausprobieren wollen. Sollen sie machen? Jedem das Seine, oder? Ich verstehe es nicht. Also was ist... Ach ja, naja. Oder lass dich tätowieren. Weiß nicht, Petra, hast du Tattoos? Also ich habe ja doch mehrere, ne? Und auch am Rücken was und auf den Beinen was. Und dann höre ich immer, bei dem einen, nein, das gefällt mir nicht. Nein, das ist nicht schön. Nein, das ist ja urkindisch. Nein, das ist ja, weiß ich nicht. Was geht's den Leuten an, was ich für Tattoos habe? Ja, leider, das ist, ja, ich verstehe es halt nicht. Macht mich gerade ein bisschen traurig, dass meine Freundesliste etwas schrumpft und meine sozialen Kontakte etwas eingeschränkt sind. Aber ja, bitte. Wenn die das so haben wollen, dann machen wir es halt so, ne? Ach je, nein, es ist, ich finde es wahnsinnig ermüdend. Und ich habe jetzt zum Glück auch aufgehört, mich da mit Instagram, Facebook oder sonst welchen Leuten zu vergleichen. Weil es gibt immer Leute, die besser sind als du. Es ist einfach so. Sehr gut. Guten Morgen, Shirin. Die Menschen sind so, weil sie mit sich selbst unzufrieden sind. Ja, das glaube ich langsam auch. Vielleicht war ich ja auch mal so. Ich weiß nicht. War ich auch schon mal immer so? Unzufrieden war ich mit mir selber auch. Das kommt jetzt gerade erst, dass ich mich das selber finde und meine eigenen Sachen durchziehe. Das mache ich ja noch nicht so lange. Also da, ich bin jetzt auch gerade erst im Wandel. Hat auch nur 41 Jahre gedauert, damit man sich wandelt. Aber jetzt geht's los. So, und vor allem mit der Palette. Ja. Nein, ich verstehe die Leute einfach nicht. Das, mich ärgert es jetzt momentan gerade wahnsinnig. Und ja. So. Ich mache mich da heute so nebenbei fertig. Ich muss mich gerade so aufregen. Wenn ihr irgendwo Fragen habt, sagt's mir's. Ich versuche mich da so nebenbei ein bisschen alltagstauglich zu machen, damit ich danach dann zum Einkaufen fahren kann. Und kann ruhig ein bisschen mehr sein, weil beim Einkaufen bin ich ja dieser Höhe, so wie alle anderen leider auch. Vielleicht sind die Leute deswegen momentan gerade alle so grantig und so unzufrieden und so, weiß ich nicht, mit sich selber unzufrieden, damit man alle anderen schlecht machen muss. Ich verstehe es nicht. Momentan ist gerade ganz, ganz, ganz arg und ja. Und ich finde es halt traurig, dass man dann alle anderen schlecht machen muss. Verstehe ich nicht, warum die Leute so sind. Man kann ja mal Kritik geben, dagegen habe ich ja nichts. Aber sagen, es ist sowieso alles scheiße und du bist scheiße und alles, was du machst, ist scheiße. Das ist jetzt nicht so nett. Ich kann das ja auch für mich behalten, oder? Meine Meinung, wenn es so schlecht ist. Ja, das ist richtig. Zum Glück habe ich auch ein paar gute Freunde, die mich voll unterstützen und sagen, du machst das super und alles toll und ja, und die können mir auch gerne Kritik geben. Ja, ist so. Also wie gesagt, Kritik ist immer herzlich willkommen. Weil ich bin ja jetzt keine ausgebildete Visagistin. Ich bin keine Reittrainerin. Ich bin keine prima Ballerina oder sonstiges. Ja, ich bin nicht die Profi-Salsa-Tänzerin. Also ich nehme immer gerne Kritik an, wenn sie mir was nützt. Aber einfach nur sagen, das ist alles scheiße, das ist nicht sehr hilfreich.
danke. Danke für nichts, ne? Ja, ich versuche es mir das nicht nehmen zu lassen, aber es ist momentan manches Mal gar nicht so einfach, muss ich sagen. Die Leute können einfach wirklich gemein sein. Und das ohne Grund. Ich habe ihnen ja nichts getan, außer dass ich bin. Also, warum die mich nicht einfach ich sein lassen können, verstehe ich nicht. Das finde ich halt einfach traurig. Da hast du recht, Shirin. Ich möchte auch nicht wissen, wie manche Leute über mich reden. Ich weiß, dass auch bei uns unter meinem Freundeskreis gelästert wird. Aber ins Gesicht sagt es ja keiner. Das ist ja das Traurige. Wenn es ihnen nicht passt, können sie es mir ja sagen. Dann sollen sie mich blockieren, sollen sie mich löschen. Aber nicht im Nachhinein sagen, ah, das ist alles so scheiße und ich lösche dich jetzt. Oder im Nachhinein hören, oh, die haben dich alle schon auf Facebook blockiert und gelöscht und die wollen das alles nicht sehen. Und das ist sowieso alles. Nein, das ist... Ich bin ja froh, dass ich ein paar gute Freunde habe, die mich da unterstützen und mich bestärken in dem, was ich tue. Und sagen, nein, das ist gar nicht alles so schlimm. Man, jeder lernt, oder? Genau, das versuche ich jetzt, Shirin. Ich versuche jetzt, das Bunte in meinem Leben zu finden, quasi. Und versuche mir da jetzt das Leben irgendwie auszukosten. Ein bisschen anders halt als sonst. Oder als bis jetzt. Ich lasse mir das jetzt nicht mehr nehmen. Habe ich jetzt 41 Jahre lang gemacht. Naja, was soll's, ist halt so. Traurig finde ich es trotzdem irgendwie. Ja, recht hast du. Das muss man eh so machen, glaube ich. Aber irgendwie habe ich das nicht so, soll ich sagen, nicht so hinbekommen oder nicht so wahrhaben wollen. Bis jetzt waren wir nicht so. Und jetzt auf einmal ist alles, nur weil ich jetzt was anders mache als die anderen, ist es schlecht? Ist das so? Nur weil ich jetzt anders bin oder mich ein bisschen verändere? Muss ich mich immer so anpassen, weil ich jetzt gerade nicht mehr so angepasst bin, wie ich es vorher vielleicht war? Ich weiß nicht, warum das so ist. Es ärgert mich nur, dass die Leute das nicht akzeptieren oder viele nicht akzeptieren wollen. Wenn viele sagen, super, schön, dass du das machst und manche, wie gesagt, finden halt alles doof und alles schlecht. Und aber wieso? Weil sie sich selber nicht trauen, was Neues auszuprobieren? Da hast du recht, Menschen gehen, Menschen kommen. Zum Glück habe ich jetzt dank Unique eben auch ganz viele neue Freundinnen gefunden und Gleichgesinnte und die halt jetzt auch sich ein bisschen verändern wollen und was Neues machen wollen. Und also ich muss sagen, man entdeckt dann schon, wer da ist und wer nicht da ist. Gerade wenn man sich so verändert und nicht mehr so angepasst ist, merke ich das jetzt schon. Geht es euch auch so? Habt ihr sowas auch schon erlebt? Dass ihr euch irgendwie in eine Richtung verändert habt und auf einmal habt ihr eure Freunde verloren oder auf einmal wollten die nichts mehr mit euch zu tun haben? Ich finde das echt komisch. Muss ich immer so sein, wie alle anderen sich das vorstellen, damit ich Freunde habe? Kann ich nicht mehr ich sein? Ja, das finde ich. Und wenn dann halt irgendwelche Leute sagen, ist, ach, ich will es gar nicht wiederholen, was ich jetzt schon alles gehört habe jetzt in den letzten Wochen. Da hast du recht, ich habe schon ganz viele neue Freundinnen gefunden, ganz viele neue Bekanntschaften geschlossen. Und da bin ich echt froh drüber, dass die jetzt da sind, weil die versuchen halt auch ihr Leben zu ändern und sich ein bisschen umzustellen und ein bisschen anders zu denken. Einfach positiver zu denken, gerade in der jetzigen Zeit momentan, wo eh alles so mistig ist draußen. Also ich hätte jetzt ein anderes Wort verwendet, aber das sollten wir ja vielleicht nicht sagen. Ah, guten Morgen, Susanna. Guten Morgen, Kevin. So, ihr seht, ich habe mich schon in rosa Glitzer so ganz kommentarlos geschminkt heute nebenbei. Muss mich schon wieder so aufregen. So, ich nehme jetzt noch meinen Liebling, meinen 4D-Mascara. Weil jetzt habe ich schon so viel Pink und Glitzer auf den Augen. Da brauche ich natürlich noch schöne Wimpern. So. Ah ja, bevor ich es jetzt vergesse vor lauter Aufregung. Ich mache morgen eine Sammelbestellung. Wer noch was braucht und Versandkosten sparen möchte, meldet euch bei mir. Morgen Nachmittag oder abends mache ich die dann. Nur noch mal zur Info, falls noch wer was brauchen sollte. So. Wie gesagt, Wimpern finde ich ja momentan in der Zeit ganz, 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 ganz wichtig. Weil viel mehr sieht man ja von den Augen zurzeit gar nicht. Oder vom Gesicht gar nicht. Also von den Augen hoffentlich schon. Weil sonst wäre es ja schade um meine Lidschatten. So. Ach ja, so. Jetzt habe ich mich, glaube ich, genug aufgeregt für den Tag heute. Sollen wir mal dann schauen, wie der Tag weitergeht.
Mal sehen, wer mir da heute noch über den Weg läuft oder was für Kommentare ich da heute noch bekomme. Aber ja. Aber ich bin ja froh, dass ich dann doch ein paar nette Bekanntschaften und Freunde habe, die mich dann doch immer wieder unterstützen. Und alle anderen. Mein Papa hat immer gesagt, die können meinen Buckel runterrutschen und sich mit der Zunge bremsen. Sollte ich mir vielleicht doch irgendwie so als Leitspruch nehmen. Mein lieber Papa. Ja, der hat öfter mal so gute Sachen rausgeschoben. So. Sitzt schon. Einmal die 4D. Also zuerst habe ich einen Primer drauf, die 4D-Mascara. Ich habe schon super schöne Wimpern. Ich glaube, in der Kamera flasht das gerade ziemlich, oder? Bei dem Licht jetzt gerade. So. Erzählt mal, was macht ihr heute noch am Montag? Außer, dass ich mich jetzt gerade aufregen musste. Ach je, das ist nicht schön, Petra. Das hört man nicht gerne. Aber ja, sowas gibt es leider überall. Man kann halt nie in die Leute reinschauen. Ich habe mich doch auch in den Leuten getäuscht, kommt mir vor, aber, also nicht in allen jetzt, aber doch in manchen. Und das ärgert mich im Nachhinein dann schon auch. Aber ja, man weiß es halt nicht. Ist man jahrelang befreundet? Wie gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn er seine Meinung kundtut und mir sagt, das gefällt mir nicht, das ist, ich finde es jetzt mistig, aber dann kann er mir auch sagen, wieso das so ist, oder? Nicht einfach sagen, oh, ich lösche dich jetzt, ich blockiere dich jetzt, weil das ist sowieso alles scheiße. Naja, alle unzufrieden mit sich selbst. Ich muss sagen, ich finde das toll. Ich werde von Jahr zu Jahr bunter. Letztes Jahr Haarfarbe geändert. Meinen Arm tätowieren lassen. Mit Schminken begonnen dieses Jahr. Ja, mir geht es doch gut dabei. Ich weiß nicht, was die Leute das stört. Das tut doch keinem weh. Außer mir das Tätowieren vielleicht. Aber sonst. So, Augen habe ich jetzt schon mal. So, BB-Cream habe ich drauf. Was fehlt mir noch? Ich bin heute komplett außer Konzept, weil ich mich so ärgern musste in der Nacht. Was könnte man denn noch nehmen? Ein bisschen rosa. Wo habe ich ihn? Pink, pink, pink. Heute ist alles pink. Ich brauche heute ein bisschen Farbe. Und pink geht immer. Letztes Jahr war so mein Motto, wenn du ein Flamingo sein kannst, sei ein Flamingo. Dann kamen die Lippenstifte, die pinken. Vom Splash genauso wie von dem hier. So. Ach ja. Hm, passt doch zu den Ohrringen. Hm? Gut ausgesucht. Vielleicht jetzt nicht unbedingt für mich alltagstauglich. Also alltagstauglich ist immer so eine andere Sache. Aber die Maske habe ich ja nachher drüber, das sieht man ja leider dann gar nicht. Aber wenn ich heute noch Besuch bekomme vielleicht, kommt vielleicht noch eine liebe Freundin, dann kann man natürlich ein bisschen Flamingo machen. Ne? Ich schminke mich ja mittlerweile sogar für mich alleine zu Hause, beziehungsweise für meinen Mann, der ist ja auch im Homeoffice. So, was fehlt mir noch? Sag mal, was fehlt mir noch? Ein bisschen Farbe da auf der Seite vielleicht. Schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen Rouge finden. Irgendwo habe ich so ein schönes Aprikot. Mal schauen, ob das passt heute. Also ich mag Rosa. Da ist meine Stimmung gleich wieder etwas aufgehellt. Ein bisschen Farbe, ein bisschen bunt finde ich immer gut. Guten Morgen, Brigitte. Ja, da, schau mal, habe ich gerade Rouge, danke. Ich versuche mal, ein bisschen Farbe noch reinzuzaubern. Ich habe da dieses Aprikot, wie heißt die Farbe jetzt? Sweet heißt die hier. So. Wisst ihr, bis zum Haaransatz drauf. Und zwei Finger weg vom Mund. So. Ach ja, Säule. Ich sag's euch. Wenn der Tag schon so beginnt. Aber ich war ja schon beim Pferd. Da ist immer alles super, weil das Pferd spricht nicht zurück. Ich möchte gar nicht wissen, was mir die Hunde und das Pferd sagen würden, wenn sie reden könnten. Ob das was Gutes wäre? Oder ob der einfach sagt, lass mich in Ruhe, ich will heute nicht arbeiten? Naja, wer will schon arbeiten? Aber ich glaube, meinem Pferd und meinen Hunden geht's gut bei mir.
sind so gut wie nie alleine. Mein Pferd steht den ganzen Tag auf der Koppel, lässt sich's gut gehen mit seinen Freunden. So, ich glaube, das Licht macht mich tatsächlich etwas blasser, als ich wirklich bin. Weil so blass bin ich gar nicht. Aber es macht nichts. So, ein bisschen Farbe habe ich schon. Ich verblende mir das hier noch ein bisschen. Ich glaube, hier sieht man es in der Kamera fast besser wieder als am Spiegel. Und ich bin eigentlich schon alltagstauglich. Und ihr seht auch nach der Nachtschicht. Die Ringe unter den Augen sind jetzt gar nicht mal so schlimm heute. Mit BB-Cream etwas abgedeckt. Die Haut ist gepflegt. Ich schaue gleich ein bisschen frischer aus. Ich glaube, das lassen wir mal so. Jetzt habe ich hier meine Tasche. Also das passt doch ganz gut. Mit Orange. Wie kann man es mit Orange kombinieren? Da ist ja auch Pink drin. Passt zum T-Shirt. Sieht man das? Kann ich beide Kombis nehmen? Mal sehen, welche ich heute dann ausführen werde. So, ein bisschen Farbe in den Tag gebracht. So, schön, dass ihr da wart, dass ich mich da bei euch ein bisschen abreagieren durfte. Weil mich die Leute einfach so wahnsinnig ärgern. Wenn ihr noch irgendwas wissen wollt betreffend dem da, ja, meldet euch, schreibt es mir. Das habe ich heute irgendwie außer Acht gelassen. Ich habe mich nur mit euch fertig gemacht. Und sonst, ja, gibt es eigentlich nichts mehr, glaube ich. Aufgeregt habe ich mich ja jetzt genug. Jetzt geht es mir aber besser. Danke euch fürs Zuhören. Sodala, ich wünsche euch somit einen schönen Montag. Du hast nur ein paar Handvoll echte Freundinnen. Über 30 Jahre schon, das ist ein Wahnsinn. Ne? So lange habe ich meine Freundinnen noch nicht. Ja, meine längste Freundin, die habe ich jetzt seit. Wie lange habe ich die jetzt? Also eine meiner engsten Freundinnen, mit denen ich wirklich noch Kontakt habe, die kenne ich jetzt auch schon gut 15 Jahre. Ja, die Zeit vergeht. Aber das sind halt wirklich echte Freunde, die man schon lange hat, sind leider sehr selten. Die kommen und gehen leider. Aber du hast recht, auf Facebook habe ich auch schon ganz viele Leute kennengelernt. Und auch über meine OBEC-Gruppen bin ich schon mit ganz tollen Frauen zusammengekommen, mit denen ich mich auch schon live getroffen habe, dann in Wien bei so OBEC-Treffen, die ich veranstaltet habe, noch die letzten 2 Jahre. Dank Corona letztes Jahr leider nicht. Aber ja, naja. Und jetzt mit Unique lerne ich auch ganz viele kennen, auch wenn es momentan leider nur online ist. Aber mal sehen. Ich hoffe, es kommen bessere Zeiten und dann wird man sich wieder in Natura treffen. So, passt. Ich wünsche euch was. Einen schönen Montag, einen schönen Start in die Woche. Macht euch das Leben bunter. Lasst euch nicht unterkriegen von den Leuten. Wie gesagt, perfekt ist langweilig. Deswegen zieht euer eigenes Ding durch und lasst es euch gut gehen. Ich werde das auf jeden Fall versuchen. Ich melde mich dann morgen wahrscheinlich wieder mit euch. Wenn ihr wieder irgendwelche Vorschläge habt, welche Farben wir morgen verwenden sollen. Ich möchte immer jetzt passend zu meinen OBEX was machen, damit ich sie auch mal ausführen kann. Dann hinterlasst einen Kommentar, welche Farbe es dann sein darf. Ich wünsche euch was. Macht es gut. Baba.